Moin moin und herzlich willkommen zu diesem Treffsicherheitsjäger-Guide. Und zwar ist das ein Schnellguide. Ich zeige dir mal, was du brauchst, um 9.1 ready zu sein, um in mythische Dungeons gehen zu können, um raiden zu können, wie die Klasse so basismäßig funktioniert. Vor allen Dingen aber auch, welche Seelenbande du setzen solltest, damit du da richtig gut durchknorken kannst. Und all das und mehr erfährst du noch im kurzen Intro, also stay tuned. Jupp. Sollte sich was ändern an dem Guide, dann guckst du einfach unten in den angepinnten Kommentar, da klimper ich dann so ein bisschen was rein. Falls ihr Vorschläge habt, Kommentare, Anregungen oder auch eine komplett gänzlich andere Sicht und Spielweise auf den Treffsicherheitsjäger, wenn sich das für euch bewährt hat, lasst mich bitte dran teilhaben, schreibt einen Kommentar, eventuell nehme ich dann auch Teile damit raus und packt die in den angepinnten Kommentar, dort findet ihr nämlich immer die neuesten Infos, auch über den Guide, also würde ich mich sehr darüber freuen. Starten wir mal mit den Talenten. Ja, bei den Talenten ist es so, wenn ihr als Treffsicherheitsjäger raiden geht, dann habt ihr im 15. Bereich Meister der Treffsicherheit und sorgfältiges Zielen. Im mythischen Bereich würdet ihr da auf Explosivschuss schwenken, wegen dem AOE-Schaden, den ihr da etwas mehr generiert. Und die natürliche Heilung sowie im 35er Bereich den beständigen Fokus während des Raidens und Optimierung in mythischen Dungeons. In Promptu auch wieder so ein sogenanntes Feels Good Talent im 30er und 40er Bereich, seid ihr da variabel, könnt euch da ein bisschen anders auch hinschiften, das ist ein bisschen persönliche Präferenz. Doppelpack würde ich immer mitnehmen im 45er Bereich, das knüppelt halt einfach gut rein, sowie im 50er ist es Sichern und Laden für Raids und Salve für mythische Dungeons. Ja, welchen Pakt wählen wir jetzt als Treffsicherheitsjäger? Da empfehle ich euch ganz klar die Kyrianer, weil mit den Kyrianern seid ihr in mythischen Dungeons sehr gut unterwegs und auch im Raid. Falls ihr vorher schon Nachtfee gewesen seid und auch Tierherrschaftsjäger wart aus dem vorherigen Patch, dann ja, ihr könnt auch weiterhin Nachtfee spielen, das würde auch gehen, aber die Kyrianer sind halt einfach ein Stückchen besser. Und zusätzlich habt ihr noch die Möglichkeit, mit denen dann in den anderen Spezialisierungen halt viel zu machen. Deswegen würde ich einfach auf die Kyrianer umschwingen. Da seid ihr auf jeden Fall sehr gut mit bedient. Falls ihr auch mal Bock habt, einen Überlebensjäger zu spielen, ein bisschen in den Nahkampf zu gehen, auch da sind es sogar eher fast nur die Kyrianer. Deswegen würde ich über einen Paktwechsel eventuell sogar nachdenken. Mit welchen Legendaries ziehen wir nun los, während der Schamane da im Hintergrund so ein paar Blitze schmeißt? Ja, Treffsicherheit, da solltet ihr die Täuschung des Schlangenpirschers mitnehmen. Auf den Ring gecraftet, sowie schnellende Schüsse, falls ihr noch Mythikgänger seid oder viel in mythischen Dungeons unterwegs seid, würde ich auch mal beide gebaut haben, also die Täuschung des Schlangenpirschers und die schnellenden Schüsse, aber bei den Schüssen, die kommt auf Halskette drauf und als Sekundärattribute wählen wir kritischer Trefferwert und Meisterschaft. Da wir ja nur als Kyrianer unterwegs sind, Mechanikos ist das Seelenband eurer Wahl, der alte Katzenfutter-Dosenroboter, der knüppelt da mit euch ordentlich durch. Und ihr solltet halt gucken, dass er entkräftendes Mal auf den ersten Slot draufpackt, Wendung des Schicksals auf den zweiten und Verwüstlichkeit des Jägers auf den dritten, Fokus des Scharfschützen auf den vierten Slot, dann potente Präzision und Vorteil des Scharfschützen ganz am Ende. Ihr müsst dafür mindestens Ruhmstufe 57 erreicht haben, besser, mehr ist immer besser und auf Stufe 80 könnt ihr dann auch genauso verfahren. Habt alle 6 Sockel ermächtigt, die ihr ermächtigen könnt und dann könnt ihr damit gut durchknüppeln. Mechanikos hat auch noch einen weiteren Vorteil, der kann auch mal die Gegner hin und wieder mal wegschubsen. Das unterbricht dann auch, gerade in mythischen Dungeons ist das sehr vorteilhaft. Und mit welchen Splittern ziehen wir los? Wir nehmen sogar die Blutsplitter tatsächlich, um Blutverbindung zu bekommen. Das ist mathematisch mit das Beste, was man da so nehmen kann. Deswegen halt gucken, dass man Blutsplitter bekommt. Und falls ihr Raider seid, dann solltet ihr gucken, einen Splitter von Core mitzunehmen, Back, Dütz und Ref. Das sind so 4 Splitter, die könnt ihr in eure Rüstung reinknüppeln. Wenn ihr Raider seid, dann auf jeden Fall Back, Yas und Ref, die auch gleichzeitig aufwerten ein bisschen, damit ihr, und die müssen auch gleichmäßig aufgestuft werden. Wenn ihr die Blutverbindung habt, werdet ihr merken, dass ihr wesentlich mehr Schaden machen könnt, einfach weil dieser Bonus unglaublich stark ist. Der Bonus wirkt nicht nur im Raid selber, also im Sanctum, sondern der wirkt noch in Kortia, in Torghast und im Allgemeinen im Schlund. Also das bietet sich dann schon an, das mitzunehmen. Wie sieht die Stat-Verteilung aus beim Treffsicherheitsjäger? Beweglichkeit und Waffen-DPS erhöhen wunderbar. Crit, Meisterschaft, Tempo und Vielseitigkeit, aber auch hier, wie in allen anderen Videos, empfehle ich euch euren
Charakter zu simulieren. Dann wisst ihr einfach, ist das neue Beuteteil besser, auch wenn da Vielseitigkeit drauf ist. Tempo und Vielseitigkeit sind eh ungefähr ähnlich wert. Aber Crit und Meisterschaft solltet ihr bevorzugen im Großen und Ganzen. Seid ihr nun Raider, bietet es sich an, auf die Waffe eine Single-Target-Verzauberung draufzupacken. Das ist die sündhafte Offenbarung. Ihr macht aber auch nichts falsch damit, wenn ihr einen optischen Zielvergrößerer benutzt. Das ist für Multitarget angedacht. Brust und Stiefel, auch Pflichtverzauberungen, definitiv die Beweglichkeit mitzunehmen, ist halt einfach gut. Und ewiges Geplänkel verursacht sogar noch ein bisschen Schattenschaden nebenbei mit zusätzlich. Und die Stiefel halt, ja, da ist Beweglichkeit drauf. Ringe mit Leere des kritischen Treffers verzaubern, dann seid ihr da sehr, sehr gut unterwegs. Habt auf jeden Fall ein bisschen mehr Crit und am Umhang würde ich ein bisschen Lebensraub mit reinpacken. Ihr seid alleine unterwegs, ihr kriegt gerne auch mal eine Kelle, so könnt ihr das wieder auffüllen. Ihr seid sehr aktiv am Spielen, deswegen ist das eben halt so die präferierte Verzauberung. Ihr könnt natürlich auch gucken, dass ihr euch nur eine Ausdauerverzauberung draufpackt. Also wo 30 Punkte Ausdauer drauf sind, das würde auch funktionieren. Tödlicher Juwelenverbund, jeden Sockelstein einmal rinnen damit, aber auch hier wieder in der Not, in der Fragestellung, bringt das jetzt wirklich was, wenn ich noch mehr Crit nehme oder würde nicht was anderes was bringen? Simulieren wieder. Falls ihr Hunger habt, esst euer eigenes Tier auf, dann seid ihr auf jeden Fall allein unterwegs. Nein, Scherz beiseite. Immer ein Spektralfläschchen in der Macht dabei haben, habt ihr das Glück und seid in einem Raid, der in Kessel steht, denn ewiges Fläschchen ist dasselbe, heißt halt nur anders, kommt aus dem Kessel. Und Trank der Spektralbeweglichkeit sowie die verschleierte Verstärkungsrune, Must-Haves, mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Und Tränke auch benutzen. Benutzt ruhig so einen Trank der Beweglichkeit. Das bringt halt einfach nochmal ein bisschen Damage-Boost. Gerade bei in HT-Phasen ist das sehr, sehr praktisch auch. Oder falls ihr eine längere Durststrecke habt, dann einfach mal so ein Ding reinknüppelt, hat ein bisschen Cooldown. Kann man immer mit haben. Auf die Waffe Schattenkernöl und sollte kein Main-Stat-Food verfügbar sein, also kein Tisch gestellt werden mit 20 oder 18 Beweglichkeit, dann nehmt auf jeden Fall das Stachelflossen-Soufflé mit Pommes. Mich würde ja persönlich mal interessieren, ob das jemand schon mal gegessen hat. So. Auf jeden Fall, das würde ich mit reinpacken und Schattenkernöl auf die Waffe. Manchmal seid ihr allein unterwegs und manchmal seid ihr nicht allein unterwegs. Und als Treffsicherheitsjäger bietet es sich auch an, komplett alleine unterwegs zu sein, außer man ist allein unterwegs und ist ein bisschen am Questen oder so. Dass, aber in Dungeons und in Raids solltet ihr ohne Viech rumlaufen, das ist halt einfach praktischer. Falls ihr mal ein Viech dabei habt, dann solltet ihr gucken, Wildheitsviech mitzunehmen, urtümliche Wut. Ist ein bisschen ärgerlich, wenn ihr der einzige Hunter seid, ihr habt keinen Schamanen, keinen Magier in der Gruppe, müsst dann euer Pet rauspacken, um HT zünden zu können. Das verschenkt ihr natürlich ein paar wertvolle Sekunden, aber das ist immer noch besser als Gornischt, als wenn niemand irgendwas zündet. Aber ihr habt diese Möglichkeit, da könnt ihr drauf zurückfallen. Und Gerissenheits- sowie Hartnäckigkeitstiere, die sind eher ja, im PvE nicht ganz so wichtig. Viel wichtiger ist das Wildheitstier. Ja, die Rotation. Rotation auch hier, es gibt keine richtige Rotation mehr. Es gibt zwar noch Abfolgen von Schusssequenzen oder von Sequenzen, die man spielen kann, aber manchmal muss man bestimmte Bedingungen haben, damit man bestimmte Sachen machen kann. Ja, das ist das, was jetzt hier auch bei den Fähigkeiten mit dran steht, dass das Doppelpack gefolgt, wenn man das kriegt, dann sollte man einen gezielten Schuss benutzen. Tödlicher Schuss, Gegner ist unter 20% Leben, nicht ans Cap der Aufladung gelangen und solche Dinge. Das ist immer ganz wichtig. Auf jeden Fall, wenn ihr in so einen Fight halt reingeht, ihr könnt damit erstmal ganz knorkig eigentlich mit dem gezielten Schuss rangehen. Und dann habt ihr auch schon ein paar Sachen, die aktiviert sind. Doppelpack einmal benutzen, gefolgt von dem gezielten Schuss. Guck mal, das habe ich jetzt zum Beispiel. Das geht jetzt hier gerade nicht. Jetzt geht es wieder einmal und dann kann man den einmal reinknorken. Man hat auch ein bisschen Zeit, um da ein bisschen dann eben halt austeilen zu können. Man kriegt auch Aufladung. Also der gezielte Schuss erzeugt präzise Schüsse und ermächtigt dann einen Mehrfachschuss oder den Arkanschuss. Also das heißt, ihr werdet den immer mal wieder benutzen müssen. Ihr müsst aber auch euren Fokus wieder regenerieren mit dem zuverlässigen Schuss. Und da kann man quasi sich da einmal durchvorstellen. Jetzt benutze ich mal meine Packfähigkeit, dann kommt direkt die Salve hinterher. Arcana-Schuss ist gerade ready. Dann einen gezielten Schuss einmal hin, dann vielleicht Volltreffer noch mit aktivieren. Multischuss mal mit raushauen. Also immer die Ermächtigten mit benutzen, Schnellfeuer aktivieren, das ist auch ganz wichtig. Und Explosivschuss solltet ihr den geskillt haben, den immer ebenfalls mitverwenden.
Ihr müsst halt gucken, was ich immer empfehle, ist, gerade wenn man die Klasse jetzt das erste Mal spielt oder wenn man jetzt noch nicht so ganz firm ist in der ganzen Geschichte, holt euch ruhig ein DPS-Addon, so ein Rotationshelfer. Der reagiert nämlich teilweise auch auf die Sachen, die so um euch herum passieren, wie viele Gegner sind da, beziehungsweise Conro ist sogar eine Alternative, die man persönlich direkt mit umschalten muss. Das habe ich quasi gerade hier einmal gemacht, da habe ich hier so Buttons, die ich benutzen kann. Und dann sagt das mir halt, was ich jetzt so mit als nächstes mit benutzen sollte. Ganz wichtig, Mehrfachschuss nur bei 3 plus zielen, gekonnte Schüsse, und dann wird nämlich auch der gezielte Schuss multifähig. Das ist auch sehr, sehr gut. Gegenschuss mit benutzen, um Gegner zu unterbrechen, solltet ihr immer mit dabei haben. Man muss sich auch ein bisschen an die Puppe stellen. Irgendwann bekommt man so ein kleines bisschen Gefühl dafür. Das muss man tatsächlich beim Treffsicherheitsjäger auch üben und lernen. Explosivschuss, Schnellfeuer auf Cooldown halten, immer wenn es ready ist. Die Aufladung mit verbrauchen, das ist auch sehr, 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 sehr wichtig. Gezielten Schuss wieder, bups, Aufladung ist da, Aufladung verbrauchen. Ihr müsst aber auch gucken, dass euer Fokus quasi mit dabei ist. Ihr kriegt auch so die Anzeige mit den Pfeilen, dass da Aufladungen vorhanden sind. Solltet ihr auch auf jeden Fall mitnehmen. In der Regel, wenn man in höhere Schlüsselsteine später auch gehen wird, wird man sich wahrscheinlich eine Wiegaura mit dazu nehmen, um das dann eben halt noch ein bisschen übersichtlicher zu haben. Aber so für den Anfang erstmal sollte das, glaube ich, ganz gut passen. Also, Fokus regenerieren über den zuverlässigen Schuss, gefolgt von Doppelpack, gezielter Schuss raus, tödlicher Schuss bei Gegner unter 20%. Nicht ans Cap mit den Aufladungen von dem gezielten Schuss, das ist ein bisschen doof, wenn das verschwendet wird. Explosivschuss, Schnellfeuer auf Cooldown halten. Der gezielte Schuss erzeugt halt die Aufladung, die wir benötigen, um mit präzise Schüsse die Sachen halt zu ermächtigen. Den Arkanschuss, Multischuss natürlich für mehrere Ziele, je nachdem, gegen was man halt gerade kämpft. Bei Mehrfachschuss, also 3 plus Ziele, dann zack, gekonnte Schüsse. Jetzt können wir jetzt nochmal einmal quasi die Aufladung aufbauen. Mehrfachschuss, und jetzt wäre der quasi ermächtigt das Ganze und kann dann da rausknüppeln. Zack, und hat auch gleich 2 Ziele hier getroffen. Das konnte man kurz sehen. Gegner unterbrechen. Benutzt auch eure Paktfähigkeit regelmäßig benutzen. Ja, so ein kleines Fazit. Aber erst einmal möchte ich meinen Kanalmitgliedern danken. Vielen Dank für all euren Support. Knorke Sache. Ich freue mich da immer sehr, sehr drüber. Hammer gut. Hammer. So, die schießt da immer noch, ne? Was macht die da? Auf jeden Fall, der Treffsicherheitsjäger etwas schwieriger zu spielen. Man muss halt gucken, dass man sich mit diesen ganzen Abläufen ermächtigt habt oder beziehungsweise anfreundet halt. Das ist das, was ich sagte, die präzisen Schüsse ermächtigen dann diese und nächste Bedingung, dann kann man das wieder benutzen. Sachen müssen auf Cooldown gehalten werden. Gezielter Schuss, der darf nicht ans Cap kommen. Wenn man das ein bisschen geübt hat, dann kommt man damit eigentlich, glaube ich, denke ich mal ganz gut zurecht. Paktfähigkeiten mit einbauen und wegknorren. Ist auf jeden Fall eine spaßige, spannende Spezialisierung. Das ist so quasi, glaube ich, der nächste Schritt, den man häufig nach dem Tierherrschaftsjäger macht, weil man halt einfach noch mal ein bisschen mehr Herausforderungen haben möchte, um sich da vielleicht ein bisschen mit dem Jäger noch etwas weiter anzufreunden, eine andere Art zu kämpfen halt mal ausprobieren will. Und das ist auch gar nicht verkehrt, das ist ganz cool, dafür macht der Treffsicherheitsjäger sehr, sehr viel Spaß. Und ich drücke dir die Daumen und hoffe, dass es dir auch Spaß macht, den so zu spielen. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich sehr über einen Kommentar oder über einen Daumen hoch, das wäre total nett. Und falls du Verbesserungen, Anmerkungen und so weiter hast oder eine ganz andere Spielweise, wie ich am Anfang schon sagte, schreib es mir einfach in die Kommentare, das wäre super Knorke. Ich denke nämlich, ich gucke auch links und rechts mal auf allen möglichen Pfaden und Wegen. Das würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Video, vielen Dank fürs Anschauen und dran gebleibt. Falls du kein Video mehr verpassen möchtest, einfach da oben den Kanal abonnieren. Coole Sache, draufdrücken, Glocke aktivieren, dann kriegst du immer wieder ein neues Video, was ich hochgeladen habe. Und auf der Seite siehst du einen neuen Videovorschlag und auf der Seite da drüben habe ich alle Videos in einer praktischen Playlist zusammengefasst. Schau es dir einfach mal an, ich würde mich darüber sehr freuen.